Das Wetter am 1. April beim 2:2-Sieg des LASK über Rapid war ähnlich schlecht. Da braucht auch Ernst Dokobil einen Regenschirm. Stimmung dennoch gut, 5000 Zuschauer im Linzer Stadion. Und Janosch Kondert, der Linzer Trainer, hofft auf den ersten Sieg seiner Mannschaft. Die Linzer in den gestreiften Dressen, vor der Pause von rechts nach links, üben sofort viel Druck aus. Erste Möglichkeit, Geir Friga, der Norweger, mit dieser Möglichkeit nach etwa 7, 8 Minuten. Noch einmal diese Szene. Rapid heute ohne den leicht angeschlagenen Kautz, dafür mit Schöttl und Sahler im Mittelfeld. Erstmals wieder der lange Zeit verletzt gewesene Wettl dabei. Also eine etwas überraschende Aufstellung der Hütteldorfer und da die Möglichkeit, nächste Möglichkeit für die Linzer. Und zwar durch Thomas Gröbel, nach langer Zeit von Beginn an aufgeboten im Mittelfeld der Linzer, wo Roseano fehlt. Auch Udovic ist nicht dabei. Dazu Mur und Grassler gesperrt, also die Linzer stark ersatzgeschwächt. Dann ein Foul an Brenner. Ladi Meier richtet die Mauer ein. Kurz abgespielt, wieder Gröbel, macht ein gutes Match und Meier kann sich hier auszeichnen. Weiterhin 0:0 im Linzer Stadion, aber rollende Angriffe der Linzer. Gespielt jetzt etwa 18, 19 Minuten und bisher nicht eine einzige Möglichkeit für die Hütteldorfer. Endlich ein Konter. Guter Pass von Wallner. Stellungsfehler von Mele im Savicevicher Tor. 0:1 in der 20. Minute. Erster Angriff der Hütteldorfer und die Mannschaft in Führung. Noch einmal, Wallner, eine der beiden Sturmspitzen. Guter, kluger Pass. Melem verschätzt sich und Savicevic, der Montenegriner, solch eine Chance lässt er sich nicht entgehen. Durch die Beine von David Wimleitner, dem Linzer Torhüter. Und das ist der 4. Saisontreffer für Savicevic. Und die etwa 1000 mitgereisten Rapid-Fans, die freuen sich natürlich. Dann Freistoß Radajcic, jetzt wird Rapid etwas offensiv. Aber Sie haben ja gesehen, wo dieser Ball hingegangen ist. Der LASK kontert wieder. Gibt es hier einen Foul und zwar Schöttl reklamiert. Es wäre kein Foul gewesen. Meier richtet wieder die Mauer ein und Bichhorner mit dem Freistoß, einer der stärksten der Linzer heute. Friga und Tor! Ausgleich, 5 Minuten nach der Hütteldorfer Führung. Geir Friga, der Norweger, macht sein 7. Saisontor. Meier ist geschlagen, Ausgleich, 1:1 unentschieden im Linzer Stadion. Mehr als verdient für die Linzer, die einfach pausenlos das Spiel machen und wesentlich mehr Möglichkeiten bisher herausgespielt haben. Noch einmal tempiert der Freistoß von Bichhorner und Friga springt an Radajcic vorbei und das ist der Ausgleich. 1:1, das Match wieder völlig offen und er, Janosch Kondert, er kann zufrieden sein. Dann wieder die Linzer, auch Sahia mit einer läuferisch sehr starken Leistung, aber mit so einem Schuss kann man Ladi Meier im Tor nicht bezwingen. Auch dieser Schuss noch einmal. 1:1, wie gesagt, der Spielstand. Dann Jochum, Friga, abseits verdächtig, Chance für Friga. Ja, solche Möglichkeiten macht er normalerweise. Seine Tore, hat schon eines gemacht in diesem Spiel. In der Wiederholung sehen wir es genau. Etwas abseits verdächtig gewesen, Geir Friga, aber es bleibt beim 1:1. Dann kommt endlich Rapid etwas mehr aus der Defensive, macht etwas mehr Mittelfeld, Druck aus dem Mittelfeld und die Möglichkeit nach Salabas von Roman Wallner. Aber sehr gut geschossen, ganz knapp am Kreuzeck vorbeigezogen. Gute Chance für Rapid in dieser Szene. Aber weiterhin stärker der LASK, immer wieder mit mehr Möglichkeiten. Sarria, Gröbel und Tor! 39. Minute. Thomas Gröbel, der ehemalige Sturm Graz-Spieler, macht sein erstes Tor für die Linzer. Und er ist zum zweiten Mal geschlagen, Ladi Meier. Schön der Pass von Sarria durch die Rapidabwehr. Gröbel wartet lange, schaut und dann an Meier vorbei. Und der LASK erstmals in diesem Match in Führung. Meier ein bisschen ausgerutscht. 2:1 also durch das Tor von Thomas Gröbel für die Linzer. Dann scheidet Melem verletzt aus. Für ihn kommt Markus Kiesenebner, lange Zeit verletzt gewesen. Erstmals wieder mit dabei. Und dieser Kiesenebner gleich mit einer Möglichkeit, Friga auf Kiesenebner. Die Rapid-Verteidigung ziemlich offen und knapp verzogen von Kiesenebner. Das wäre vor der Pause noch die Möglichkeit auf das 3:1 für die Linzer gewesen. Diesen Ball
hätte Ladimeier nicht erreicht. Pausenstand also 2:1 im Linzer Stadion. Dann bringt Dokobil Taument und Radovic, und zwar für Zingler und für den leicht angeschlagenen Schöttl. Und sie kommen über Brenner. Frieger an die Kreuzecke. Dann Jochum. Noch einmal an den Pfosten, also gleich nach Seitenwechsel. Riesenmöglichkeit für die Linzer. Aber wieder nicht. Sie brauchen einfach zu viele Chancen, obwohl sie heute eines der besten Saisonspiele liefern. Zuerst Frieger ans Kreuzeck und dann Jochum an die Stange. Also viel Glück in dieser Phase für Rapid. Dann achten Sie auf diese Szene. Das Duell Schießwald gegen Brenner. Da hält Schießwald Brenner und er hatte schon die gelbe Karte. Und da gibt es von der Schiedsrichter Birkmann gelb-rot nach genau einer Stunde für Günther Schießwald. Den Rapid-Verteidiger, hier sehen wir es noch einmal, klar gehalten. Und Rapid also die letzten 30 Minuten numerisch geschwächt, nur mehr mit 9 Feldspielern. Und auch sorgenvolle Miene natürlich bei Ernst Dokobil. Dann Wallner im Duell dann mit 2-3 Lask-Spielern. Schiedsrichter gibt Freistoß für Rapid. Feiersinger sagt, es war kein Foul, schauen wir gleich noch einmal hin. Attacke zuerst von Kiesnebner. Dann kommt auch Jochum und Feiersinger kommen dazu. Aber eigentlich stürzt er von selbst, aber auf alle Fälle Freistoß für Rapid. Das ist natürlich eine Sache für Dejan Savicevic. Beim Stand von 2:2 mit dem linken Fuß und Tor. 72. Minute. Ausgleich aus dem Nichts für Rapid. Und wieder einmal Dejan Savicevic mit seinem 5. Saisontor. Eigentlich als zweite Sturmspitze aufgeboten, kommt aber meist aus dem Mittelfeld. Aber ein Prachtfreistoß von Savicevic, da gibt es für Wim Leitner nichts zu halten. Also 2:2 in diesem hervorragenden Match im Linzer Stadion. Die Sorgenfalten bei Janosch Kondrat werden natürlich größer. Er wollte ja heute zu Null spielen. Er wollte heute gewinnen vom letzten Tabellenplatz weg. Und da greift Rapid an und Roman Wallner erzielt sogar das 3:2 für Rapid. Zum zweiten Mal die Wiener in Führung. Savicevic zunächst, Ball einmal abgefälscht, Ball noch einmal abgefälscht. Und Roman Wallner via Innenstange 3:2 mit seinem 4. Saisontor. Aber die Linzer geben nicht auf. Das ist Bjermann, der Norweger, der Verteidiger. 6 Minuten nach der Rapidführung. Wieder ein Tor für den LASK. 3:3. Ladi Meier ist geschlagen. Welch ein Match heute Abend im Linzer Stadion. Der Verteidiger, die Neuerwerbung, Torgeier Bjermann, erzielt das 3:3. Schauen wir noch einmal hin, die Flanke von Jochum. Bjermann springt am höchsten völlig frei und der LASK gleicht also aus, völlig verdient zum 3:3, denn die Linzer hatten wesentlich mehr Tormöglichkeiten in dieser Begegnung. Aber das war's noch nicht. 92. Minute, die Nachspielzeit läuft. Frieger, die Möglichkeit auf das 4:3, Meier, und dann hat's über das Tor. Das wäre die Chance für den Sieg für den LASK gewesen. Es bleibt in einem hochdramatischen Match beim 3:3 Unentschieden. Und jetzt die Interviews von Ernst Hausleitner, während wir die Chance von Frieger noch einmal sehen. Ich glaube schon, dass es ein glücklicher Punkt war. Die LASK haben sehr viele Torchancen gehabt. Und ich glaube, für mich war eigentlich das Player, dass der Kröbel da mehr Tor geschossen hat. Bei den Kenner von Graz. Wir spielen gegen eine Mannschaft, die sehr ersatzgeschwächt war. Wir spielen fast komplett und diese Mannschaft führt uns beinahe vor. Also das war, für mich ist es unbegreiflich und ich weiß auch nicht die Ursache. Von dem Spiel her war ich angetan, das habe ich auch zur Halbzeit zu der Truppe gesagt. Aber was bleibt liegen? Ein Punkt und das ist mir zu wenig. Und dieses dramatische 3:3 zwischen dem LASK und Rapid bedeutet, dass sich in der Tabelle überhaupt nichts getan, nichts verändert hat. Rapid weiterhin Zweiter, die Wiener haben die Chance nicht genutzt, den FC Tirol zumindest kurzfristig von Platz 1 zu verdrängen. Und der LASK weiterhin auf Platz 10 hat hinter sich nur noch die erste Division. Das 3:3, das einzige...